Und am 9. zu einem VfB aktuell, in dem scheinbar endlich mal richtig ernste, belegte und wirklich von vielen seriösen Blättern berichtete Bewegung ins Transferfenster kommt. Angefangen hat es mit dem HSV 1887 TV, wurde bestätigt vom Abendblatt HSV auch. Die Hamburger Morgenpost hat berichtet, Sky hat berichtet, Fußballtransfers, Transfermarkt.de, auch die Schocker Nachrichten haben berichtet. Der VfB steht vor dem Transfer von Joscha Wagnumann. Würde vom HSV kommen, also aus der zweiten Liga, ist tatsächlich auch ein bekannter Name. Das ist ein talentierter Mann auf der Außenverteidigerposition in Deutschland. 21 Jahre alt, diese Saison hat er 12 Spiele gemacht, 2 Tore, 2 Vorlagen, hat Vertrag bis 2024. Und das ist eben auch das, was bei ihm so ein bisschen ja, eine Problemstelle ist, eine Problematik ist, sind eben diese Verletzungen. Hat in der letzten Saison unter anderem durch den Sehnenriss 19 Spiele verpasst. Ist nominell ein Rechtsverteidiger, kann aber auch linker Verteidiger spielen und auch zentrales Mittelfeld. Laut Transfermarkt.de spielt für die deutsche U21 und hat da, was gut ist in Sachen seine Verletzungen, ein schönes Zeichen da mal ist, die letzten 2 Länderspiele im Juni auch über 90 Minuten gemacht für die deutsche U21. Hat auch zu U21 mit der deutschen Mannschaft die EM gewonnen damals. Aktuell Marktwert von 3 Millionen. Und um den geht es eben. Um Marktwert beziehungsweise im weiteren Sinne eben die Ablöse. Da wird noch gepokert. Der HSV soll so 7 Millionen fordern. Das ist schon wirklich recht viel so. Und der VfB will das nicht machen. Das sehe ich auch so. Ich gehe nicht davon aus, dass wir so viel Kohle ausgeben für Wagnumann. Aktuell berichtet das Abendblatt von 5 Millionen plus Bonuszahlungen. Der Kicker schreibt von 4,5 Millionen plus Bonuszahlungen. Das ist, glaube ich, so ein recht akzeptabler Bereich dann auch. Und bis Samstag soll tatsächlich der Deal schon abgeschlossen werden. Auch hier die Quelle, das Abendblatt. Und damit hätten wir eben vielleicht den Sosa-Ersatz, weil, wie gesagt, er kann auch links spielen, auch wenn er offiziell nominell ein rechter Verteidiger ist oder sonst, wenn das eben auch bleibt, rechter Verteidiger, ist es eben eine andere Option, vielleicht auch eine bessere Option als ein Stenzel möglicherweise und würde eben absolut ins Beuteschema passen, haben wir auch schon mal berichtet gehabt oder schon mal gelesen gehabt, dass Mislintat nach einem vielseitigen Verteidiger sucht und das ist er ja, ne? Links, rechts, zentrales Mittelfeld, der Mann ist vielseitig und ich bin wirklich auch, ja, sehr zufrieden damit. Ich wäre sehr zufrieden mit dem Transfer, habe wirklich Bock darauf. Du musst halt darauf hoffen, dass er dann auch wirklich verletzungsfrei bleibt. Das ist eben die große Wette bei ihm, eben ob das klappt oder nicht. Muss ich auch noch ein bisschen in der Bundesliga beweisen. So, was ich gefunden habe, war bisher nur 20 Minuten in der Saison 17-18. Sonst war das nur im Pokal oder zweite Bundesliga für Wagnermann. Aber wie gesagt, ich bin wirklich positiv gestimmt. So, das ist auch mal kein absoluter No-Name, ne? Also es ist wirklich ein Name, den man kennt. Es fällt auch viele schön. Viele regen sich ja immer auf, dass man irgendwelche No-Names holt aus irgendwelchen ausländischen Ligen und so weiter. Das wäre Wagnermann absolut nicht. Der Mann ist schon bekannt durchaus. Gerne eure Meinung in die Kommentare zum möglichen Transfer von Wagnermann. Ist noch nicht durch, aber so viel Quellen und so viel Zusagen und so viel Jodel stimmt und wir berichten auch, hatten wir, glaube ich, bei keinem Gerücht bisher diesen Sommer. Also es scheint schon sehr weit zu sein, das Thema. Wie gesagt, bis Samstag könnte es abgeschlossen sein. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.